Der Red Bull Ring in der Steiermark, Österreich. Hier startet der Porsche Carrera Cup zu seinem 5. und 6. Lauf. 32 Piloten sind mit dabei. Einer davon hinter diesem Porsche auf P3, der Vorjahres-Champion. Es gibt 8 Kurven, viele Chancen, aber das Rennen ist lang. Ein langes Rennen inmitten schönster Natur, bei dem der Start vor der steilen Rechtskurve so wichtig ist. Ich habe einen schlechten Start gehabt. Leon hat mich direkt in der ersten Kurve überholt. Und dann in der zweiten war ich zu weit draußen und da gab es keinen Platz mehr für mich. Daher musste ich bremsen. Es geht wieder ganz eng zu, wenn die 32 Porsche 911 GT3 Cup über den Asphalt brettern. Diesmal wieder unter dem Applaus eines Publikums. Und das sieht spannende Überholmanöver und Dreikämpfe. 30 Minuten lang kämpfen die Piloten um Positionen. Dabei rutscht auch mal einer von der Ideallinie. Vorne an der Spitze im actionreichen Samstagsrennen geht es genauso eng zu. Den Kampf um Platz 2 machen diese Herren unter sich aus. Larry ten Forde, Ayan Can Güven und Laurin Heinrich. Am Ende wird ten Forde Zweiter und Porsche Junior Güven Dritter. Ganz vorne, nach einem grandiosen Rennen, der deutsche Leon Köhler mit seinem ersten Saisonsieg. Ich hatte wirklich einen relativ guten Start erwischt, hingegen Güven war dann eigentlich relativ cool und habe dann somit das ganze Rennen sicher nach Hause gebracht. Die Freudensprünge des Samstagssiegers. Einen Tag später, das 6. Rennen im Porsche Carrera Cup 2021. Der Sonntagvormittag auf dem Red Bull Ring, bestes Wetter und die Spannung vor dem Start in der Steiermark. Ayan Can Güven steht erneut auf der Pole Position, dahinter Laurin Heinrich und Leon Köhler. Der Start. Es geht dicht an dicht in die steile erste Rechtskurve. Jeder schaut, wie dicht es ist. 32 km Porsche unter Vollgas. 32 Fahrer, die wieder für Spannung sorgen. Und ein Start, bei dem er überzeugen kann. Es war sehr, sehr wichtig, einen guten Start zu haben. Und die erste Kurve war dann der Schlüssel zum Erfolg. Da als Erster rauszukommen, war extrem wichtig. Den Schlüssel, den sie streitig machen wollen. Die 31 Gegner, mit denen man rechnen muss. Die hat man hinten am Heck, vor oder neben sich. Spannende Kämpfe auch beim Sonntagsrennen mit einem blauen Porsche, der sich hierbei gut behaupten kann. Es gab einige tolle Kämpfe heute. Wir hatten den Speed, um ganz vorne zu sein. Und ich denke auch, dass wir den Speed für das Podium haben. Wir brauchen nur noch ein bisschen mehr Glück. Bastian Buß wird am Ende Fünfter. Ganz vorne mittlerweile mit deutlichem Vorsprung gewinnt dieser gelb-schwarze Cup-Porsche. Sein Pilot? Laurin Heinrich, sein zweiter Saisonsieg. Hammer Wochenende, vor allem fürs ganze Team. Leon hat gestern gewonnen, heute stand ich ganz oben. Es war erst mein zweiter Sieg im Carrera Cup Deutschland und ich habe schon die Tabellenführung übernommen. Ist ein Hammergefühl. Ich glaube, da muss ich auch erstmal eine Nacht drüber schlafen, um das Ganze zu realisieren. Die Umarmung der Freundin, die Erinnerung an ein tolles Rennwochenende im Porsche Carrera Cup Deutschland.